bin Ren Stevens. Und ich bin Louis Stevens von Even Stevens auf dem Disney Channel. Und wir befinden uns hier direkt vor den Zeichentrickstudios auf dem Disney-Gelände. Wieso sind wir eigentlich hier, Ren? Tja, wir stellen euch eine ganz einfache Frage. Habt ihr mal einen Disney-Zeichentrickfilm gesehen und euch gewundert? Hey, wie machen die denn das? Mhm. Passt auf, wir laden euch ein zu einer exklusiven, privat geführten Backstage-Tour. Ich hab die Ausweise hier. Bleib dicht an mir dran. Los geht's. Nachher die Produzenten, die Regisseure, die Texter, die Trickzeichner und alle übrigen Mitglieder des Animationsteams, die mit nicht mehr als einer Idee und einem leeren Blatt Papier anfangen. Stimmt, aber ihre genialen Fähigkeiten erwecken all die Helden und Schurken zum Leben. Ihnen verdanken wir Geschichten voller Abenteuer, Liebe, Komik und Action. Alles untermalt von unvergesslicher Musik. Kommt und erlebt mit uns Disneys Zauberwelt der Animation. Jeder Zeichentrickfilm hat denselben Ausgangspunkt. Eine gute Geschichte. Trotzdem fängt man nicht etwa mit dem Drehbuch an. Alles beginnt mit Zeichnungen. Die werden an ein großes Brett geheftet, wie in einem riesigen Comicheft. Der Zeichner führt den übrigen Mitgliedern des Teams die Handlung dann so vor, wie er sie sich vorstellt. So kriegen alle ein Gefühl dafür, wie der Film werden soll, bevor sich die Trickzeichner an die Arbeit machen. Das ist ein richtiges Brainstorming. Alle machen ihre Vorschläge, andauernd tauchen neue Ideen auf. Ein endloser Prozess, manchmal zum Haare raufen. Sehen wir uns das doch einmal am Beispiel von Toy Story an. Und die Story hat's in sich. Sergeant sieht, dass die Luft rein ist. Der dreht sich zu seinen Männern und gibt ihnen ein Handzeichen. Zwei zeigt er an. Eins, zwei. Die geben den Befehl weiter und zwei Fallschirmspringer springen ab. Und wuff, wuff. Ihre Fallschirme öffnen sich und man sieht sie durch die Szene hinabgleiten, bis sie unten im Erdgeschoss landen. Indem sie sich so viel Mühe geben, sich eine gute Geschichte auszudenken, sorgt das Disney-Team dafür, dass der Held immer siegt, das Böse immer unterliegt und Träume in Erfüllung gehen. Eine solide Geschichte ist die Grundvoraussetzung für Disneys Zauberwelt der Animation. Bei einem Disney-Zeichentrickfilm sind es die Trickzeichner, die den Figuren Leben einhauchen. Wenn sie nicht mit mir ist, dann ist sie überhaupt nicht. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Figuren so aussehen, wie sie aussehen? Na, logisch habe ich das. So eine Figur entsteht nicht gleich bei der ersten Zeichnung. Die Zeichner haben viele Ideen und entwickeln das Aussehen ihrer Figuren in Hunderten von einzelnen Zeichnungen. Stimmt. Und die meisten dieser Ideen landen im Papierkorb. Doch ein paar werden zu den Figuren, die wir kennen und lieben. Eine sorgfältig entwickelte Figur hilft enorm dabei, die Geschichte zu vermitteln. Dadurch, wie sie gekleidet ist, wie sie aussieht, erfahren wir bereits eine Menge über sie. Ist es ein Mensch oder ein Tier? Welche Tageszeit haben wir? Trägt sie ein Smoking, ein Ballkleid? All das lässt uns erahnen, was die Figur ist, tut und denkt. Gestaltung ist super wichtig. Wer ist das? Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist Naseweis. An Peter Pan haben die Disney-Studios mehr als 10 Jahre gearbeitet. Und in dieser Zeit haben sich Figuren und Geschichte immer wieder verändert. Okay, noch ein Beispiel? Von mir aus, hau rein. In der ursprünglichen Geschichte von Ariel hatte die Meerhexe nicht mal einen Namen. Die Disney-Zeichner haben den ganzen Meeresboden abgesucht, um die richtige Gestalt für die Schurken zu finden. Am Anfang war sie ein Rotfeuerfisch, dann ein Kugelfisch. Ein Stachelrochen. Auf ein paar Zeichnungen hat sie diese Rochenflügel. Schließlich erwischte einer der Trickzeichner einen Film über einen Oktopus. Und das war genau die richtige Gestalt für Ursula. Jede Figur, die ihr meint, vielleicht richtig gut zu kennen, könnte ursprünglich völlig anders ausgesehen haben. Denn wenn es nicht ganz genau das war, was die Trickzeichner bei Disney sich vorgestellt hatten, dann hieß es... Los nochmal, lass dir was Neues einfallen. Und das war ein weiterer Teil von Disneys Zauberwelt der Animation. Der Kern eines Zeichentrickfilms ist, wer weiß es? Na, keiner? Nein? Ah, der Zeichentrick. Trickzeichner werden manchmal als Schauspieler mit einem Bleistift bezeichnet. Sie zaubern eine Handlung auf die Leinwand. Das macht Tom Cruise auch, nur sie tun es mit den Fingern. Aber was ist der Trick bei Animationen? Wie funktioniert das? Warum sieht es so echt aus? Zuerst denkt man, das sind doch nur ein paar Zeichnungen. Doch die Trägheit des Auges spielt uns eine Bewegung vor. Wie durch Zauberei werden die Figuren lebendig. Trägheit des Auges? Was soll denn das bedeuten? Trägheit des Auges bedeutet, dass im Auge des Betrachters für einen kurzen Augenblick immer noch ein Eindruck des zuletzt Gesehenen zurückbleibt, auch nachdem es gar nicht mehr sichtbar ist.
Der Eindruck einer Bewegung wird durch eine Reihe von Standfotos vermittelt, wobei sich jedes Bild geringfügig vom vorhergehenden unterscheidet. Du sprichst mir zu aufregend, hör auf. Ich hab's kapiert, aber trotzdem irgendwie klingt mir die Erklärung ein bisschen langweilig. Hey, ich zeig dir mal, wie das geht. Was bringt denn das, auf Plastik zu zeichnen? Das nennt man eine Folie. So ist es uns möglich, immer wieder denselben Hintergrund zu benutzen. Augenblick, ist denn auf den Folien nicht immer dasselbe Bild drauf? Nein, da ist jeder anders. Siehst du hier? Da ist der Fuß in der Luft. Davon machen wir ein Foto. Bei dem ist der Fuß auf dem Boden. Alles klar? Aber bewegen tut er sich nicht. Aber schon mit der Ruhe, Matusha, ja? Zuerst ist Matus hier. Siehst du? Okay, alles klar. Und jetzt ist er hier unten. Ja. Hast du kapiert? Klar, natürlich. Jetzt? Ja. Jetzt hier. Siehst du? Ich bin ein helles Köpfchen. Los, weiter. Und wenn ich das hintereinander mache, dann laufe ich. Danke, Donald. Wenn man was wirklich Wichtiges wissen muss, ist es immer gut, eine Ente zu fragen. Ah, Quatsch. Ich meine einen Experten, einen Fachmann. Das war Animation. Der Kernpunkt von Disneys Zauberwelt der Animation. Jedem ist klar, dass Mickey Mouse von einem Zeichner gezeichnet wird, auch Malefiz und Maurice. Aber habt ihr euch auch mal überlegt, dass die Zeichner ja alles zeichnen müssen, was sich bewegt, nicht nur die Figuren? Special Effects nennt man in so einem Film eigentlich alles, was sich bewegt und keine Figur ist. Und zwar? Naja, Rauch, Feuer, Blitze, Zauberei. Zauberei? Mhm. Es gibt bestimmte Zeichner, die diese fantastischen Effekte erschaffen. Und die nennt man? Fantastische Effekte machen? Sehr witzig. Nein, Luis, die nennt man Effekt-Trickzeichner. Um einen Wassertropfen zu zeichnen, studieren diese Zeichner einen Tropfen Milch in Zeitlupe. So sehen sie Spritzmuster, die mit bloßem Auge nie zu erkennen wären. Ein Spritzmuster, ist das schön. Oh. Diese eigenartigen Konturen ergeben erst einen Sinn, wenn sie Bild für Bild abgefilmt werden, um den ganzen Spritzer darzustellen. Auch Dinge, die man vielleicht gar nicht bemerkt, wie zum Beispiel ein Schatten, müssen Bild für Bild geplant und gezeichnet werden. Für jede Sekunde Film 24 Bilder. Da kommt ja ganz schön was zusammen, wenn ich das so durchrechne. Mhm. Wenn all die verschiedenen Schichten der Effektanimation zusammengebracht werden, ist das wieder ein anderer Teil von Disneys Zauberwelt. Achtet beim nächsten Disney-Zeichentrickfilm doch mal auf die Animation hinter der Animation. Die Effektanimation. Das ist einfach eine andere Stufe in Disneys Zauberwelt der Animation. Klar, wir wissen alle, dass bei Toy Story die allermodernste Computertechnik zum Einsatz kam. Aber ich wette, ihr wisst nicht, dass der Computer auch bei vielen anderen Zeichentrickfilmen eine große Rolle gespielt hat. Ah, und nicht nur bei den Filmen, bei denen man es erwarten würde. Die Technik ging bei Toy Story bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Aber habt ihr gewusst, dass Disney schon fast 10 Jahre vorher die Räder und die Mechanik von Big Ben in Der große Mäusedetektiv am Computer erstellt hat? Da hatte ich nie von gehört. Ihr? Computer können den Zeichnern bei besonders kniffligen Aufgaben eine große Hilfe sein. Wie zum Beispiel bei der Illustration in Bells Märchenbuch oder bei dem komplizierten Muster von Aladins fliegendem Teppich, der ja jede Bewegung mitmachen musste. Die Computer können uns auch komplexe architektonische Gebilde erstellen, wie zum Beispiel der Ballsaal in meiner Lieblingsszene Die Schöne und das Biest. Oh, und in Der König der Löwen wurde am Computer aus einem einzelnen Gnu eine ganze trampelnde Herde gemacht. Ich wette, das wusste keiner. Diese Szenen mit der Hand zu zeichnen hätte wahrscheinlich Jahre gedauert. Schließlich werden für jede Sekunde Film 24 Bilder benötigt. Ich glaube, so viel Zeit hätte keiner. Indem man ein paar Personen am Computer verhundertfacht hat, kam die Massenansammlung in Der Glöckner von Notre Dame zustande. Und mit dem computergestützten Malprogramm Deep Canvas, also Leinwand mit Tiefe, konnten die Hintergrundzeichner in 3 Dimensionen arbeiten, weshalb Tarzans Dschungel so echt aussieht. Durch den Deep Canvas-Effekt wird man praktisch in das Bild hineingezogen. Man befindet sich plötzlich mitten in Tarzans Umgebung. Man wird hineingezogen und weiß gar nicht wie. Es geschieht einfach. Das ist eine der ungeheuren Stärken von Deep Canvas. In puncto Handzeichnungen hat Disney schon immer die führende Rolle in der Welt. Und es mag einem wie Zauberei vorkommen, wenn man nicht merkt, wo die Handzeichnung in Computeranimation übergeht.
Aber egal, wie ein Bild erstellt wird, ob mit einem Stift, einem Pinsel, der Maus oder der Tastatur, am Ende steckt immer ein Mensch dahinter, der diesen Zauber der Animation erschafft. Zieht euch das mal rein. Jedes Geräusch, das ihr hört in einem Zeichentrickfilm, ich rede jetzt nicht nur von den Stimmen, ich meine absolut alles, was ihr hört. Das alles wird künstlich hergestellt. Es gibt keine Mikrofone am Set. Es gibt ja auch keinen Set. Die Stimmen der Figuren bis hin zu der Welt, in der sich alles abspielt. Eine Großstadt, das Gehupe, die Sirenen der Feuerwehrautos. So eine Atmosphäre echten Lebens wird durch Geräusche und Toneffekte erschaffen. Jetzt! Momentchen mal, halt, hey, da fehlt doch was. Jetzt! Wie kriegen die Jungs auf diese bewegten Bilder so glaubwürdige Geräusche? Die kommen aus der Abteilung der Geräuschemacher. Die können dort jedes erdenkliche Geräusch herstellen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das quietschende Geräusch der Schuhe von den Zwergen in Schneewittchen gemacht wurde? Mit einem alten Portemonnaie. Kein Quatsch, ein altes Portemonnaie. Aber dabei gilt, ein verkehrtes Geräusch ist schlimmer, als das Geräusch einfach wegzulassen. Das Geräusch muss der Handlung im Bild entsprechen und sich ganz natürlich einfügen. Mal sehen, wie Casey Jr. klingt, nachdem die Geräuschemacher am Werke waren. Egal, ob Quasimodo die Glocken läutet oder ein Drache Feuer spuckt, jetzt wisst ihr, da stecken Geräuschemacher hinter. Wenn ihr den nächsten Disney-Zeichentrickfilm seht, vergesst nicht, ihr seht und hört Disneys Zauberwelt der Animation. Das war total krass. Drücke ich mich falsch aus? Total abgefahren. Ich habe heute so viel gecheckt, da kann mein Physiklehrer nur von träumen. Ich glaube selbst kaum. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, besorgt euch das tolle Buch von Don Hahn, Disney Animation Magic. Total coole Schwarte. Ja, das gibt es zwar nur in Englisch, aber vielleicht steht es ja in eurer Bibliothek. Oder holt es euch online. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns.